Ja, meine lieben Shisha-Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Skibbe Shisha. Ja, knapp eine, zwei, drei Tage oder 2 Tage ist vergangen, als ich das Gewinnspiel angekündigt habe. Das Video zum Gewinnspiel werdet ihr jetzt hier sehen. Oben ist so ein kleines i, entweder auf der Seite oder auf der Seite wird jetzt ein i eingeblendet, so informationsmäßig. Und dann kommt ihr zum Gewinnspielvideo. Genau, heute spielt ja Deutschland, ne? 21 Uhr gegen Italien. Und da ja leider meine Mannschaften raus sind, Irland und Nordirland, leider, bin ich natürlich für Deutschland, ne? Aber ich war auch schon vorher für Deutschland, aber nicht so krass, dass ich jetzt jeden Sieg oder so gefeiert habe. Aber ich bin schon stolz, dass sie so weit gekommen sind. Aber gegen Italien wird ein schweres Spiel, ne? Aber passt schon alles, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch eigentlich mit dem heutigen Thema an. Und das wird sein ein Ginny's Tobacco. Und zwar mit dem Geschmack One Million. Kommen wir wieder zum Aussehen und zum Schnitt. Der Tabak ist Ginny's typisch. Typisch braun. Und sehr feucht, teilweise zu feucht. Amy Tabak halt, ne? Also Amy und Genies kommen sich eigentlich so in der Nähe so gleich rüber. Schnitt, muss ich sagen, war schon mal besser bei Genies. Für den Preis etwas zu viele Äste und zu große Tabakfetzen. Schere muss teilweise her. Finde ich sehr schade, sowas, ne? Kleinen Moment. Muss man eben was gucken. Einen Moment. So, dann haben wir es. Muss hier nur was ganz Kleines nachgucken. Jetzt können wir auch direkt mit dem Geruch weitermachen. Wie bei Genies üblich. Mega intensiv, im ersten Moment etwas undefinierbar. Wer allerdings auf Blaubeere steht, mag wie ich vermuten, dass es sich hier um eine typisch künstliche Blaubeernote handelt. Was überrascht, die Minznote, die beigemischt ist, hält sich tatsächlich im Hintergrund und erfrischt den ganzen Tabak einfach angenehmer. Super Mischung, zumindest geruchstechnisch. Eine absolute Eins. Vom Geschmack her, tja, was soll ich sagen? Ich habe aufgrund des Geruchs gedacht, der wird krass intensiv sein. Naja, könnte mehr sein. Ist aber okay. Für mich ganz klar eine süßliche, leckere Blaubeere mit angenehmem Minz. Spearmint erfrischt im Einzug. Sehr gute Mischung, könnte allerdings intensiver im Geschmack sein. Kommen wir zur Rauchentwicklung. Aufgrund der krassen Feuchte, krasser Rauch. Mega Wolken, super dicht, super weiß. Mit Genies macht das Rauchen einfach Spaß. Rauch ist sehr schnell und voll da. Und hält auch lange an. Das qualmt jetzt hier immer noch. Bis es weniger wird. Hier ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, kommen wir zum Setup. Ich habe in einem Hotshot RT OP geraucht. Ein Bird Hunter Aufsatz und 3 bzw. 2 Tom Coco Gold. Beim ersten Mal, wo ich erstmal Kohle draufgelegt habe, habe ich 3 Tom Coco Gold. Und beim zweiten Mal habe ich dann 2 Tom Coco Gold draufgeknallt. Ich habe den Tabak ja schon mal geraucht. Von daher ist er ganz geil, ne? Die Shisha benutze ich heute mal wieder, meine CRT-Shisha, die ich damals im Oprah geschenkt bekommen habe. Und ja, vom Preislichen hier bekommt 200 Gramm für
21,90 €. Also ganz schön hochgeschossen, das Ding, ne? Kommen wir zur Sternvergabe. Vom Geruch, vom Aussehen und Geschmack bekommt der Tabak leider nur 3 von 5 Sternen. Beim Geruch sind es 5 von 5 Sternen. Beim Geschmack sind es 4 von 5 Sternen. Und bei der Rauchentwicklung sind es 5 von 5 Sternen. Beim Preis sind es 3 von 5 Sternen. Und dann zeige ich euch mal eben die, also im Gesamten sind wir dann bei 4,9 von 5 Sternen. Dann zeige ich euch mal eben die OVP, den Schnitt, den Kaminaufsatz namens Bird Hunter, den Kopf und meine Shisha nochmal, ne? Dann sehen wir uns gleich wieder, wa? Ja, mein lieben Shisha-Freunde, das war's auch wieder von mir, von eurem Skippy-Shisha. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Deutschland gegen Italien-Spiel. Und ich würde mal sagen, mich kann man ab ungefähr 20:30 Uhr im Opera antreffen. Haut rein. Ciao, ciao.